Ciao zusammen, ich bin Giancarlo von bikebox.ch und ich stelle euch die Specialized Levo SL Comp vor. Specialized Levo SL, man kann es wirklich so sagen, ist eine Revolution, was Elektromobilität Mountainbike angeht. Es ist sehr ein leichtes, agiles Velo. Und wenn man mit dem Velo fährt, man spürt nicht mehr so viel, dass es ein Elektrovelo ist. Vor allem beim Abfahren ist es wirklich sehr nahe am Trailbike. Specialized hat vom Motor eine Eigenentwicklung hergebracht mit dem neuen Specialized SL 1.1 Motor. Der Motor unterstützt die bis maximal 35 Newtonmeter und 240 Watt. Das mag für gewisse vielleicht nicht gerade so viel sein, aber es ist wirklich, wenn man ein bisschen sportlich unterwegs will, auch mit dem E-Bike, eine gute Kombination. Der Akku, der im Rahmen integriert ist, hat eine Kapazität von 300 Wattstunden. Kann man noch erweitern mit einem sogenannten Rage Extender. Das sieht dann so aus. Hat eine Form von einem Fläschchen, kann man nachher im Bido rein tun. Da hinten mit dem Stecker einstecken und dann hat man nochmal eine Kapazität von 160 Wattstunden mehr, also nochmal die Hälfte dazu. So haben wir wirklich einen Spielraum, wo wir fast 500 Wattstunden haben und dann ist das Velo ja, für gute Touren bis 200 Höhenmeter auch gemacht. Die Comp-Version ist mit dem Alurahmen ausgestattet. Wir bewegen uns hier vom Gewicht her etwa bei 19 Kilo. Also immer noch eigentlich sehr ein leichtes Velo, trotz dem Aluminiumrahmen. Was noch der Vorteil ist vom Aluminiumrahmen, wir haben hier die Möglichkeit von der Rahmengröße von XS bis XL. Im Vergleich zum Carbonrahmen, dort hört es bei S auf. Also wenn man wirklich ganz, ganz eine kleine Person ist, macht es vielleicht Sinn, das XS nehmen, je nachdem. Das können wir dann vor Ort anschauen. Das weitere Feature vom Velo, wir haben hier ein Tool drin. Ein kleines Multitool, wo man vor allem das Rädchen, wenn man das Rädchen rausnehmen muss, kann gut brauchen oder wenn einmal etwas los ist am Velo, hat man das immer dabei. Bedienen tut man das Velo eigentlich ganz einfach. Wir haben hier am Rahmen ein schönes Display integriert, wo man eigentlich die wichtigsten Daten drauf hat. Einerseits Unterstützungsstufe, andererseits die Akkuanzeige. Wenn man das noch mit Zahlen will, gibt es eine Möglichkeit, ein Display dazu zu kaufen, wo man dann hier schön dran machen kann. Nachher sieht man halt die Geschwindigkeit, die man fährt. Man sieht die Akkuanzeige in Zahlen. Man könnte auch noch den Pulsgurt verbinden. Ja, so kleine Sachen, die man halt wirklich hier noch drauf zeigen könnte. Man kann auch das Velo mit einem Garmin zum Beispiel verbinden. Ja, das ist auch möglich, wenn man das schon hat. Oder man kann auch ein gutes Handy vorne dran machen und so fahren. Die Unterstützungsstufe tut man hier links mit einem kleinen Knöpfchen bedienen, Plus und Minus. Man hat hier auch eine Schiebehilfe, die man hier bedienen muss. Wenn man wirklich mal das Velo halt den Berg aufstoßen oder eine steile Rampe, haben wir hier wirklich auch eine starke Schiebehilfe an diesem Velo, die wirklich halt auch sehr hilfreich ist. Ja, alle Levo SL Modelle sind mit der 1x12 Schaltung von SRAM ausgestattet. So sind wir sicher immer mit dem richtigen Gang ausgestattet. Und hier haben wir jetzt eine Gabel von Fox mit 150 mm vorne und hinten. Und ja, ich denke, das Velo müsst ihr unbedingt auch einmal gefahren haben, damit ihr ein bisschen den Unterschied spüren, zum Beispiel Levo SL, wenn es noch nicht genau schlüssig sind, wie viel Power ihr braucht oder auch vom Gewicht her, was macht euch mehr Spass. Das Velo ist fast jeder Filiale erhältlich zum Testen.
melden doch einfach bei uns unter bikebox.ch und dann können wir euch beraten. Merci vielmals fürs Zuhören und bis bald.